Hey, ich zeige euch, wie ich Weizengras anbaue. Ganz einfache Sache. Schaut zu. So, ich habe hier einen Eurobehälter aus dem Bauhaus. Für knapp 5 Euro. Dann Bio-Aussaaterde aus dem Alnatura für 3,50 für 10 Kilo. Diese gebe ich verteile das so auf ca. 2 cm Höhe. Dann habe ich hier gekeimte Weizenkörner vorbereitet. Die habe ich 12 Stunden einweichen lassen. Dann 2 Tage keimen lassen, bis kleine Keimlinge raussprießen. Und ja, die gebe ich dann drüber. Das waren jetzt so ca. 200 Gramm Körner trocken. Die dann schön großflächig und richtig nebeneinander verteilen. Die Menge von 200 Gramm Körnern auf den Behälter von 60 mal 40 cm habe ich gemerkt, ist optimal. So sieht es dann aus. Dann nehme ich mein Sprossenwasser, das ich benutze, um die Sprossen durchzuspülen. Lage ich in den Kühlschrank, damit es nicht kaputt geht. Nehme ich in die Gießkanne. Übergießen. Dann gebe ich noch mal Erde drüber.
gerade nur so viel, dass die Körner bedeckt sind. Die auch noch schön bedeckt. Das gebe ich jetzt an einen schönen sonnigen Platz und warte ab, bis sie wachsen und gedeihen. Seid gespannt. Bis dann. So, Tag 3. Wächst nach Plan. Seid weiterhin gespannt. Bis dann. So, Tag 6. Wie schnell das geht. Schon eine ordentliche Höhe. Ja, schon so 15 cm. Aber es wächst noch.